faire Bedingungen für alle Athletinnen heute. Und da haben wir noch einen schnellen Blick für Tiril Eckhoff, der auch schnell unterwegs ist. Zum Ende der Saison noch einmal gut in Form kommt, jetzt alle fünf Scheiben trifft. Und Tiril Eckhoff. Sehr schnell. Fulda. Ja, in Pyeongchang hat sie ihr erstes Podest in dieser Saison erst geschafft. Mit einem zweiten Platz im Sprint sich steigern können. Und dann haben wir hier Tiril Eckhoff. Aggressiv ihr Stil, wie er hoch geht. Landsfrau Martha Olsbü kann da nicht dranbleiben. 34,4 Sekunden vor Chevalier. Und Tiril Eckhoff, unglaublich dynamisch sieht das aus, kraftvoll, hohes Tempo. In Richtung Ziel ist das ihr erster Saisonsieg. Sieht gut aus für sie, für die Norwegerin. 26 Jahre alt, aus Trondheim. Deutliche Führung zunächst einmal für Tiril Eckhoff. Tolle Leistung am Schießstand und auch läuferisch in Topform. Auf diesem letzten schwierigen Stück, während Tiril Eckhoff zufrieden hier alles einpacken kann. Die Gratulation von Martha Olsbü. Die verdrängen sich jetzt gegenseitig. Aber alle sind sie morgen mit dabei. Die Ausgangspositionen sind gut. So um eine Minute Rückstand herum. Alles gute Schützinnen. Da können sie noch richtig was bewegen. Und da haben wir die Tagessiegerin. Da haben wir Tiril Eckhoff. Und da haben wir das Endergebnis. Also Gratulation Tiril Eckhoff vor Laura Dahlmeier und Darja Domracheva. Und wir gehen mal runter zur Siegerin. Ja, und hier steht eine glückliche Tiril Eckhoff. Wir haben gerade erzählt, wir probieren es auf Deutsch. Glückwunsch zum ersten Weltcupsieg in diesem Winter. Insgesamt der dritte. Was hat sie denn heute so stark gemacht? Es war ein perfektes Rennen für mich und ich bin sehr zufrieden. Sehr gut. Die Strecke gilt ja als sehr, sehr anstrengend durch diese zwei sehr steilen Anstiege. Wie haben Sie sich Ihre Kraft eingeteilt? Ich war sehr kaputt die letzten Runden, aber ich bin... Ja, kaputt, aber es sehr... Sieht aber nicht kaputt aus. Ja, ja. Nein, ich bin sehr zufrieden. Endlich, ich habe meinen Bruder geschlossen. Was ist das? Bieten? Ja, geschlagen. Geschlagen in Resultat. Ja. Ja, ist das richtig? Ja, ja, im Ergebnis. Ja, Ergebnis, ja. Also ich bin sehr glücklich heute. Das heißt, und Sie haben die lange Reise von Pyeongchang, von Südkorea hierher ganz gut überstanden. Viele haben gesagt, das war doch schon sehr anstrengend und wir merken es heute noch. Es war sehr anstrengend, aber ich habe nicht trainiert so viel. Ich bin ein bisschen müde, aber es ist, heute war gut, so ich bin... zufrieden. Das glaube ich Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg für den Verfolger morgen. Herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's mit Alex und Sven. Dankeschön. Ja, den Glückwünschen schließen wir uns natürlich auch von dieser Stelle an, wenn wir hier nochmal den Ziel einladen.